Mit dieser Bundespräsidentenwahl. Sie hätte jemanden wie Joachim Gauck zum Bundespräsidenten machen können, der, wie ich glaube, den Menschen ein Signal hätte geben können, dass er, wie ich es nenne, ein atypischer Politiker ist. Nicht gewachsen aus einer spezifischen parteipolitischen Bindung und deshalb diesem Amt, wie ich glaube, auch einen neuen Anstrich und einen neuen Impetus hätte geben können. Damit verbunden auch Ihre Kernthese. Sie sagen, die Politiker haben heute nicht mehr den Mut, wirklich zu gestalten. Und genau dieses Zutrauen ist bei den Wählern nicht mehr vorhanden. Deshalb. Ja, die Wahrnehmung ist, dass die Politiker zunehmend in ihren Personalauswahl- und Entwicklungsprozessen einen Typus eher befördern, der nicht den Sehnsüchten der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Wo nicht? Weil diejenigen am ehesten Karriere machen, die natürlich in der Binnenwelt der Partei sich ihre Legitimation besorgen durch eine Bestätigung, durch eine Selbstvergewissung dessen, was die Parteien seit jeher gesagt und gemacht haben. Sie kritisieren den frühzeitigen Berufspolitiker. Ja, das ist noch jetzt ein anderes Thema nach dem Motto, jeder, der in die Politik geht, sollte vorher einen Beruf erlernt haben. Aber ich bin jetzt dabei, welcher Politikertypus kommt dabei heraus? Und die Parteien sind nicht offen genug dafür, auch in dem Spektrum, insbesondere wenn sie Volksparteien sind, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche politische Sozialisation, die ihre Legitimation aus der Begegnung mit dem Wähler und der Wählerin beziehen und nicht aus der Begegnung mit den Delegiertenkonferenzen, die sie wählen. Anders und etwas zugespitzt ausgedrückt, um wieder auf die Gefahr hin, dass da Empörung kommt. Sie wollen den sehr auf sich selbst bezogenen Parteigänger nicht mehr. Und Joachim Gauck, wie andere, haben deshalb, wie ich glaube, ein hohes Ansehen, weil sie auch den Anschein einer gewissen Überparteilichkeit haben und Unabhängigkeit, Souveränität. Und im Fall von Herrn Gauck vielleicht auch noch, weil er, wie kein anderer in letzter Zeit, den Freiheitsbegriff eigentlich wieder reaktiviert hat. Das andere, was Herr Steinbrück hier kritisiert und auch begrifflich damit unterstützt, indem er sagt, das sind rundgefeilte Karrieristen. Sind die tatsächlich heute in der Überzahl? Naja, ich würde die Begrifflichkeit nicht verwenden, aber das, was er eben beschrieben hat, dass es so eine Verständigung gibt innerhalb eines Milieus. Ja. Und die verstehen sich glänzend. Das funktioniert auch. Das ist wie wenn Mediziner mit ihrer Fachsprache auf agieren. Dem Kongress sich treffen. Ja, oder sagen wir mal die Feuilleton-Chefs der Zeitung, wenn die auch über Kultur sprechen, da schalten auch viele Bürger ab. Aber die verstehen sich glänzend. Das läuft auch. Der Betrieb läuft. Und das ist so schade, dass wir ein an und für sich gutes und lobenswertes Prinzip, nämlich das der parlamentarischen Demokratie, dadurch gefährden, dass die Manager des Politischen und die das Ganze tragen und durch ihre Wahl auch definieren, wer uns regiert, dass die zu wenig zueinander kommen. Und deshalb würden sich viele Konflikte nicht so darstellen, wenn wir rechtzeitig erklären würden, was tun wir da eigentlich gar nicht. Sich letztendlich nur selbst bespiegeln. Wer sind das, diese rundgefeilten Karrieristen? Naja, das haben wir bei den Jungsozialisten, bei der Jungen Union und wahrscheinlich bei der entsprechenden Organisation der FDP auch. Ich kann Ihnen ja die Namen nennen. Bei der FDP ist jemand in dieser Karriere zum Bundesvorsitzenden der FDP geworden. Und in der SPD finden Sie einige, die über ihre Karriere bei den Jungsozialisten systematisch vorbereitet haben, ihren Auftritt in der Gesamtpartei und auch in den Vernetzungen, die sie gesucht haben, in der Art der Kommunikation, der Bedienung von Ritualen, natürlich groß geworden sind. Das ist gar keine besondere Schelte oder Kritik. Ich sage nur, so werden sich die Parteien im 21. Jahrhundert, wenn sie die Bürger erreichen wollen, nicht mehr aufstellen können, weil die Distanz immer größer wird. Ja, aber welchen Weg muss dann die Partei gehen, um tatsächlich Engagierte für die Demokratie, für die Freiheit wieder zu finden, die sich nicht in diesem Berufsverständnis oder in diesem Bild rundgefeilte Karrieristen verstehen? In mehrerer Hinsicht. Sie muss vielleicht auch nicht Parteigebundene einladen, sich zu beteiligen an den internen Debatten. Das heißt, sie muss eine Offenheit gewinnen und nicht alle Leute gleich vielleicht verhaften wollen. Sie wird vielleicht ihre eigene Personalauswahl demokratisieren müssen. Siehe Schleswig-Holstein, wo vielleicht ein zukünftiger Spitzenkandidat nicht mehr auf eine Delegiertenkonferenz gewählt wird, sondern von der Parteimitgliedschaft. In den USA, in den sogenannten Vorwahlen, Primaries, wie die das nennen, da können sich sogar ganz normale, nicht parteipolitisch gebundene Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Das würde übrigens das Anforderungsprofil auf die Kandidaten völlig verändern. Die Midlife-Crisis der Demokratie kommt nicht von Ihnen, sondern von Joachim Gauck. Was ist das? Wenn man in der Midlife-Crisis ist, dann weiß man nicht so recht. Die jugendliche wilde Zeit ist vorbei. Man hat Angst vor dem Alter. Wo war die Demokratieangst, wenn sie in der Midlife-Crisis ist? Dass das zu anstrengend ist, was wir doch eigentlich als Erwachsene können, nämlich Verantwortung übernehmen.
Und da hilft uns nun auch wenig der Blick in das Leben rund um uns herum. Es gibt eine ganze Medienstruktur und eine ganze Konsumgesellschaft, die sagt, lebe, sei fröhlich und konsumiere. Mhm. So, das heißt, du kriegst ständig ein Lebensangebot, was sagt, es ist alles wunderbar, du musst nur die richtigen Mittel an der richtigen Stelle einsetzen. Und keiner sagt dir mehr, dass du eigentlich Glück wahrscheinlich eher kriegst, wenn du dich selber einsetzt. Ja, okay. Wir waren ja eben bei diesem Alimentationsgedanken, dass die Leute das Gefühl haben, ich kann hier hinkommen, ich werde gepampert, ich werde alimentiert. Und weil andere das machen, mache ich das jetzt auch so. Das Glück von Verantwortung, dieses Gefühl dafür, kennen viele nicht mehr. So, wie holt man die wieder zurück? Ja. Und deshalb ist eben so unglaublich wichtig, dass wir eben von der Versorgung und von der, ich will nicht sagen Überversorgung, das würde arrogant klingen, aber von der Rundumversorgung abgehen und finanzielle Mittel dort hineinstecken, wo wir Menschen aktivieren und ermächtigen. Mein Schlüsselbegriff des Politischen ist seit 89 Ermächtigung. Und wir müssen, bevor wir für das Ganze Verantwortung nehmen, lernen, für uns selber Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb ist Geld in den sozialen Bereichen besser ausgegeben, wenn wir durch Nachschulung, durch Trainingseinheiten, 10 Jahre raus, kann da überhaupt noch funktionieren? Dann muss man Trainingseinheiten schaffen, die diesen Menschen erlauben, wieder Anschluss zu finden an den Bereich, wo man selber für sich sorgen kann. Und derjenige, der für sich lernt zu sorgen, gewinnt auch einen Blick für die Nächsten, die um ihn herum sind. Und darum ist das eben so töricht zu glauben, dass wenn man Menschen etwas abverlangt, dass man sie dann schädigt. Das ist alles Blödsinn. Und das kommt aus dieser Glückserwartung, die so ist, na ja, wenn wir alles haben, werden wir glücklich sein. Ja, Pustekuchen. Ja. Du kannst also, das siehst du doch an unserer Gesellschaft, die ist leicht depressiv, obwohl sie mehr hat als alle Generationen vorher. Gut, ist der kürzeste Weg danach zum Therapeuten, nicht mehr zu wissen, wie das Leben tatsächlich funktioniert. Was wir eben schon angesprochen haben, ist der Begriff Freiheit, der Ihnen so wahnsinnig wichtig ist. Wo Sie sagen, das ist ein Thema, was ich immer wieder besetzt habe. Wie früh fing das an? Wann war Freiheit Ihr Lebensthema? Naja, das fing natürlich ungewollt früh an, als mein Vater, ich war 11, abgeholt wurde in der kommunistischen Zeit in der DDR und von jetzt auf gleich verschwand. Das war 1951. 51, weg, ja, 2,5 Jahre, keine Ahnung, wo ist er lebend oder ist er tot, wer hat ihn, und dann wirst du automatisch oppositionell, das geht gar nicht anders, nicht? Und du lernst die schönen Lieder vom Sozialismus und weißt, alles Lüge. Also, jetzt kommt etwas in das Leben, das man schelten kann, dass man früh verantwortlich wird, früh ein Urteil bildet und sich selber und dann auch kämpft. Mir hat das letztlich nicht geschadet. Meinem Vater hat es geschadet. Der musste leiden und hungern, aber er hat es überlebt. Kam er als gebrochener Mensch zurück? Nein, er kam als gesunder, seelisch gestärkter Mensch zurück. Ihm war Unrecht widerfahren und er wusste es. Er ist danach auch zu Hause geblieben, nicht in den Westen geflüchtet und hat gesagt, die fassen mich nicht an. Die werden einen Unschuldigen nicht ein zweites Mal malträtieren. Mhm. Hat uns damit auch angesteckt. Wir haben dann gesagt, also da bleiben wir halt auch und versuchen mal, was geht. Mhm. Ich bin dann in die Kirche geraten und hatte da ein schönes Feld der Betätigung. Mein Vater wollte auch später nicht gehen. Da sagte immer, ja, der Honecker kann ja ins Saarland gehen, da kommt er ja her. Ja, warum sollte ich also hier weggehen aus meinem schönen Mecklenburg? Auch als Sie von der Stasi ausspioniert wurden und später wollte man Sie als IEM da gewinnen. Wie schwierig war es da, also zu widerstehen? Nein, also so weit sind sie nicht gegangen. Die wollten meine Geschwister gewinnen. Aber bei mir hat nur einer gesagt, man könnte ihn mal fragen. Aber die haben mich nie gefragt. Und das Widerstehen war uns praktisch dann in die Wiege gelegt worden, will ich mal sagen. Mhm. Wir haben trainiert, dass man nicht krepiert, wenn man in der Minderheit ist. Und dass man auch nicht gleich tot umfällt, wenn man seine Meinung einmal laut sagt. Man muss das nur dann ertragen. Man muss aber als Familie, ertragen. Als Verbund natürlich auch verstehen und kapieren. Ihre Söhne wurden auch angesprochen. Ja, meine Söhne sollten jedenfalls mitmachen und sollten in die FDJ gehen und in diese Jugendorganisation und haben das nicht gemacht. Ja, dann durften sie dafür kein Abi machen. Und dann wollten sie dafür, dann haben sie dann versucht, so durchzukommen. Und schließlich, mein Großer wollte Medizin studieren und konnte das nicht erlangen. Und dann hat er mit 23 gesagt, ich stelle einen Antrag auf Ausreise. Hat er fast 4 Jahre gewartet. Und konnte dann mit 27 hier in Hamburg anfangen zu studieren. Ja, da war er schon Familienvater mit 2 Kindern. Christian und Martin, die beiden Söhne. 1987, Söhne mit Ende 20 die DDR verlassen. Es gibt ein Zitat aus dem Buch, was mich wirklich sehr berührt hat. Seite 95, da heißt es oben, ich wehrte mich gegen die Tränen der Frau, weltschlau und gefühlsgelähmt. Die Tränen der Söhne habe ich nicht gesehen.
Dann geht's unten weiter. Jetzt waren sie wirklich weg. Das ist die Situation auf dem Bahnsteig. Ne? Am Heiligen Abend 1987 fehlten zwei Kinder, zwei Schwiegertöchter, drei Enkelkinder. Sieben der uns liebsten Menschen waren fort. Nur vier blieben unter dem Tannenbaum. Eine Mutter, ein Vater und zwei Töchter. Das Bild, weltschlau und gefühlsgelähmt. Sie haben dagegen gearbeitet auf dem Bahnsteig. Ja, ich habe und ich beschreibe in dem Buch noch manche Szenen, wo es sich einfach in der Diktatur besser macht, wenn man nicht so viel fühlt. Ja, und du härtest dich ab. Also du stehst an der Mauer am Brandenburger Tor. Du sagst deinen Kindern nicht jedes Mal, guck, da drüben ist die Freiheit und du armes Kind musst hier im Knast sitzen. Oder ich habe eine Geschichte da drin, stehe ich auf der Mole. Die weiße Fähre fährt vorbei, die Jungs sagen, oh, da möchten wir rauf. Und du sagst zu den Kleinen, die geht nach Dänemark, da können wir nicht rauf. Ja, total blöd. Ja, und dann sagst du aber nicht, ja, es ist total blöd und wir sind aber die Freiheitskämpfer, sondern du sagst, wenn du groß bist, wirst du es verstehen. Und das Eis am Strand hier in Warnemünde schmeckt vielleicht viel besser als das drüben. Das heißt, wir gehen in uns rein, um uns nicht ständig die Nase blutig und die Seele wund zu reiben. Und tun so, als wäre das Leben in der Diktatur irgendwas Normales. Ist das Selbstschutz gewesen? Ja, Selbstschutz. Sich so zu verstellen? Ist Selbstschutz. Und schauen Sie, ich war noch in einem Beruf, der halbwegs oppositionell agieren konnte. Und ich hatte Bücher gelesen, ich hatte auch ein bisschen von der Seele verstanden. Und ich hätte vielfach sagen können, dass Verdrängung nicht gut ist. Und trotzdem agiere ich so. Und der ältere Mann, der das Buch jetzt schreibt, guckt den Jungen auch an, voller Verwunderung und auch voller Kritik. Ich stehe da auf diesem Bahnhof und tue so, als würde mein Herz nicht schlagen. Ja. Und rede dann meiner Frau ein, es sei alles ganz normal. Ja. Haben Sie später betrauert beim Schreiben? Ja, beim Schreiben eben. Ja, das ist 25 Jahre danach gewesen. Das Eigentümliche ist, ich erzähle das den Menschen auch manchmal, wenn ich diese Lesung mache, wie das so geht. Ich habe auch darüber gesprochen, über den Abschied der Söhne. Aber dann ist man über den Dingen, aber alleine am Schreibtisch, mit diesem Stück Leben nochmal. Und dann passiert es eben, dass du plötzlich in dir vorstößt zu einem großen Meer von Traurigkeit. Und das kommt dann raus, ja. Und dann fließen eben die Tränen. Ja, leider 25 Jahre zu spät. Oder ich will nicht sagen, leider, es war so. Aber ich will wenigstens heute drüber sprechen. Und ich glaube, dass unglaublich viele Menschen leben dort, wo Diktatur war, im ganzen Osten Europas, die immer noch nicht dahin gegangen ist. Mhm. Wo ihre Gefühle sind, die entstanden sind, als man ihnen die Freiheit weggenommen hat und gesagt hat, du hast keine Freiheit. Und du brauchst sie auch nicht. Wir haben was Besseres für dich. Mhm. Herr Gauck, wir haben Christian besucht. Er ist Arzt in Hamburg. Haben ihn nochmal gefragt. Hier ist er. Der Moment, als der Zug losfuhr, war eigentlich der prägendste und der mir ständig in Erinnerung ist. Es war so, dass nur meine Eltern uns dann begleitet haben zum Bahnhof. Ich war mit meiner damaligen Frau und unseren zwei kleinen Kindern, saßen wir in einem Zugabteil. Und als die Türen sich dann schlossen, winkten wir selbstverständlich. Und uns war klar, niemand weiß, wann wir uns je wiedersehen. Sicherlich wussten wir rational, da wird es eine Möglichkeit geben. Aber für diesen Moment brach erstmal alles zusammen. Für mich vor Freude. Ich war in dem Moment so froh, dies alles hinter mir zu lassen. Ich war erleichtert, erlöst und einfach überglücklich und bin erstmal im Zug in Tränen zusammengebrochen auf der Sitzbank und habe erstmal 10 Minuten vor mich hingeheult. So schön war das. Ja, Tränen der Freude auf der anderen Seite. Die Ähnlichkeit, ne? Ja. Vater, Sohn. Mhm. Ja. Ich finde aber, es ist auch ein bisschen mühsam, das in der Öffentlichkeit auszubreiten. Aber auf der anderen Seite sollen wir nicht so tun, als würden wir nicht, als würden wir nur aus Kopf bestehen, ja? Und wir haben auch ein Herz und das ist vielfach verletzt und beleidigt und gedrückt worden, als man uns die Freiheit nahm. Und wir sollen drüber sprechen. Das andere ist ja auch klar. Ich meine, Sie hatten nicht die Gewissheit, als Sie da standen. Wir reden von 1987, ob Sie Ihren Sohn wiedersehen. Ja, wenn wir Rentner waren. Ja. Ja, das war aber noch lange hin. Und deshalb waren auch die Menschen eigentlich auf der richtigen Spur, die diese Trauer auch gelebt haben. Aber ich wollte eben stark und mutig sein. Wissen Sie, ich war da Stadtjugendpfarrer und Gemeindepfarrer oder Pastor, wie wir bei uns im Norden sagen. Und ich hatte eine Rolle auch, andere Menschen zu ermutigen. Und da passte im Grunde das nicht an. Ein so junger Mann
ist doch in dem irrigen Glauben, dass wenn er